Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Transport Fieber 2 Let's Play hier im freien Modus. Jo, wir haben uns schon gut gemacht. Es ist zwar ein bisschen leicht eingestellt, aber ich habe ja diese schwere Nervenkrankheit und da habe ich jetzt auch kurz ein bisschen Pause machen müssen. Ein bisschen meinen Kopf cleanen. Ich habe so viele Gedanken über dieses Spiel, weil es einfach so toll ist. Aber es fühlt sich wie eine schwere Arbeit manchmal an. Da auch alles konzentriert zu machen. Das habt ihr vielleicht ein bisschen gemerkt an den alten Folgen, also vor allem ja, 3-4 Folgen vorher. Ich war noch sehr unkonzentriert, weil es einfach eine neue Situation ist und alles Mögliche. Genau, und deshalb, jo, ich fühle mich einfach nicht immer bereit, aber ich mache natürlich gerne weiter, wenn es mir einfach besser geht. Ihr dürft gerne ein bisschen mich unterstützen dabei, dann bin ich motivierter, dann habe ich mehr Kraft. Aber es hat eine der schwersten Krankheiten. Es aufs Nervensystem direkt pusht und ja, da kannst du nicht immer so ganz konzentriert immer alles in Höchstleistung machen oder so. Aber nur, dass ihr es wisst, gell, also ich verlange gar nichts, aber es wäre natürlich toll, wenn so etwas geht. Genau, wir haben Elektrozüge, wir haben das Datum, glaube ich, passiert, genau. Wir haben genügend Geld, wir schauen noch kurz auf dieses Hauptquartier, wo irgendwo hier ist. Eine neue Ding, okay, schon wieder weg. Ja, wir brauchen kein Holz hier irgendwo in der Nähe. Nö. Und ich habe mich wirklich gut vorbereitet, dass es mir halt gut geht, dass ich auch gut euch irgendwas zeigen kann, was positiv für euch ist. Genau, wir haben 14, wir haben es also einmal schon geupgradet. Es war ja nur eine kleine Hütte ohne ein Stockwerk. Und der Brunnen war, glaube ich, auch kleiner. Das Schwede ist da, glaube ich, vielleicht noch das, der Zaun ringsum. Genau. Also, jo, ich bin eigentlich wirklich fit wieder, aber dennoch habe ich wirklich im Alltag noch Probleme. Ja, Passagierbahnhof, einfach normal. Gibt es etwas speziell? Es gibt einen Bahnhof Leipzig, boah. Okay, dann schauen wir mal kurz dahin. Das leckt gerade ein bisschen. Spiel ist manchmal ein bisschen überfordert mit vielen Details, aber es geht schon viel besser. Also, Güterbahnhof, dann haben wir noch Zugdepot, brauchen wir dann auch. Ah, Güterbedarf, okay. Ich wollte von dieser Stadt jetzt einen Bahnhof zur anderen Stadt im Norden machen. Und das machen wir am besten hier. Wo haben wir die nächste Bushaltestelle? Da unten. Ja, machen wir das mal am besten einfach hier hin. So, ist es angebunden? Noch nicht ganz. Gerade eine kleine Straße. Jetzt ist angebunden. So, dann direkt ein Haus, damit das nicht weggeht. Wir müssen das so machen, dass einfach das Spiel uns nicht diese Straßen gibt. Und dafür machen wir eine amerikanische Farm hierhin. Das sollte eigentlich gehen. Vielleicht so. Das sieht geil aus. Bisschen übertrieben, klar. Ich möchte auch noch eine Bahn. Ja, Bahn. Hierhin. So, sehr schön. Kostet auch nicht so viel, habe ich das Gefühl. Ich weiß es jetzt nicht auswendig. Sieht man das? Man sieht es eben nicht, wie viel es kostet. Aber es kostet wahrscheinlich gar nichts. Okay. Ja. Lassen wir uns überraschen, wie das Konto runtergeht. Okay, hier noch. Es passiert immer so viel. Oh. Aber wir brauchen keine Backsteine in der Region. Nein, das lohnt sich nicht. Schade. Also noch eine zweite. Dann machen wir doch schön in die Mitte. Nein, nicht wieder diese Taste drücken. Okay, die B-Taste darf nicht. Ich brauche ja nur die M-Taste drücken. So. Da wird wahrscheinlich nichts gebaut. Jetzt brauchen wir die schnellen Gleise auch. Das ist aber schnelles Gleis. Von der Farbe her, ja. Nee? Wieso ist das noch alt? Oh, zu spät. Das ist doof. Mach doch die schnellen Gleise. Das Spiel hat manchmal echt Probleme bei dem, jo, Supporten zu uns sein, oder? Man muss zu viel machen. Und das wahrscheinlich auch der Bahnhof hier unten. Ja, genau. So eine Mist.
Jo, die müssen wir jetzt nicht anschauen. Wir schauen nicht immer ständig, was jetzt neu ist und was alt ist. Wir lassen uns auch ein bisschen überraschen. Aber es stört halt schon, dass es immer so schnell weggeht. Ach, liebe Entwickler, macht doch einfach wieder mehr. Ihr habt jetzt den letzten Patch angekündigt und der macht einfach gar nichts an uns. Das machen nur Konsolen. Also ich weiß es nicht. Wir haben es einfach noch nicht gesagt, aber... Jo. Ist ein bisschen doof. Ich weiß nicht, was die entwickeln gerade, aber... Ja, ich hoffe einfach nicht. Transport Fever 3 schon. Also so viel bezahlen möchte ich jetzt nicht gerade schon wieder. Ist ja irgendwie, weiß nicht, 3 Jahre alt oder so das Spiel. Das, ich mache nicht all 3 Jahre ein neue Serie, also ein neues Spiel, Titel, also Ding, ja. Eine Nummer mehr kaufen. Also das mache ich nicht. Ich habe ja so wenig Geld. Da muss ich schon schauen, dass ich nur alle 10 Jahre oder so eine neue Nummer, eine neue Spiele, Erweiterung kaufe. So, wo haben wir jetzt das Depot? Ja. So schön, wirklich schön. Hier, eine andere Seite. Ja. Weil ich ja eigentlich hier noch ausbauen möchte. Aber trotzdem hier hin. So, dann haben wir eine Linie wieder. Relativ einfach gemacht, oder? Jetzt müssen wir nur in die Stadt. Also Bodenwerder ist nicht die Stadt, doch. Was Baden? Ein Bodenwerder. Boden. Bode. Und. Ah, jetzt muss ich wieder hier runter. Genau, Heub. Bode. Heub. Zurück. Wunderbar. Jo, ich habe eigentlich, bin wirklich zufrieden mit den Aufrufezahlen. Ich möchte einfach mehr Transport für bringen. Es tut mir einfach, also jetzt gerade nicht so anstrengend, aber ja, später dann, wenn ich dann mehr Erfolg habe, muss ich natürlich mehr Folgen bringen. Das wird mich wieder anstrengen. Ah, ich müsste zuerst. Was haben wir hier für Haltestellen? Ja, die Roten. Dicken Roten. Kennt ihr die dicken Roten? Die dicken, roten, langen, breiten Haltestellen. So, und dann brauche ich hier oben noch. Ich will gerne die schönen alten hier nehmen. Hey, das nervt mich so. Ich muss mit WST das machen. Ich bin so an Rome Total War jetzt wieder gewöhnt, dass ich einfach mit den Nummern-Tasten steuere. Welches andere Spiel? Genau, Medieval 2 war ja auch noch mit den Richtungstasten. Früher hat man immer mit den Rüstungen. Mit den Richtungstasten und nicht mit dem WASD gesteuert. Ich kann das einfach noch nicht. Also ich bin immer noch gewöhnt an die Steuerungstasten und das verändert halt immer die Menüs und das ist da doof. So, also wir müssen von der 1 eigentlich direkt... Nein, wir müssen vor der 1. Das können wir nicht austauschen. Wie geht es mit dem Austauschen eigentlich? Ich kann es nicht schieben. Okay, dann machen wir die 1-2. Ist doch egal. Dürft ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr es wisst. Würde mir natürlich sehr viel helfen. So, also da, der Bus ist verbunden. Hier haben wir da unten ein Depot gemacht, genau. Jetzt machen wir hier mal rechts herum wieder. Immer schön rechts herum, damit wir auch den Plan haben. Und das ist Bode. Wunderbar, haben wir schon wieder eine Linie. Ich möchte gerne wieder. Ja. Es lohnt sich einfach nicht, den oberen zu nehmen. Wir müssen Luxus nehmen. Und dann Tram. Mehr Tram-Linien machen. Ich weiß nicht, ob ich in Bode schon einen Tram machen will. Also, wir haben hier keinen Backstein in der Nähe. Baumaterial oder was das ist. Und Kisten sind auch nicht in der Nähe. Es geht halt nicht so schnell, wenn wir jetzt direkt Tram hier auch machen. Da oben hätten wir. Wir haben hier ja das Problem mit dem Stahl. Da hätten wir. Es würde beides gehen, aber wir müssen recht weit runter mit dem... Ja, also eine Zuglinie würde ich jetzt endlich mal machen, denke ich mal. So,
Ich habe so das Gefühl, es ist einfach ein bisschen überfordernd. Wir warten noch kurz ein bisschen, vielleicht kommt eine bessere, aber ich möchte jetzt nicht eine Stadt irgendwie pushen. Ich will alle Städte irgendwie pushen können. Genau, hier runter. Wir haben jetzt hier irgendwie neue Züge gemacht. Ist aber noch nicht Elektro. Wir haben irgendwann mal, es ist nicht mehr so genau. Hier, ja. Ist das der Zug? Wie heißt der? Das hier. Wie heißt der Zug? Das ist der. Nein, das ist ein roter Zug. Der da? Ich denke, es ist der. Und der ist von, steht das 1885 noch. Also wir haben noch einen Flying Scotman irgendwo. Liegende Schotter. Schotte. Da, Flying Scotsman. Der fliegende Schotte wegen dem Zug aufgewirbelt. Oder wir haben hier Elektro. Es ist eigentlich besser, wenn wir noch einen Ding machen. Er ist eben ziemlich schnell und lohnt sich eigentlich noch nicht abzugraden. Ja, doch, weil wir mitfahren wollen dann. Aber der ist auch der andere Zug. Denke schon. Also ist der voll. Der ist voll. Der ist wenigstens in einer Richtung voll. Dann ersetzen wir doch den einfach. Können wir nicht das einfach automatisch drin haben? Der ist hier unten. Ja. Und hier haben 6 von den besten. Nein, nicht von den besten. 180, was ist der? Was ist der Flying Scotman? 120, das bringt gar nichts, den schnellsten. Wobei, er kostet nicht so viel. Und die anderen sind zu langsam. Ja, wir nehmen die. 6. Lohnt sich 6 zu machen, weil die haben mehr Platz, oder? Nein, die haben nicht mehr Platz, aber weniger. Das lohnt sich schon. So. Und schauen einfach mal, wie es ihm geht, wie viel Geld er verdient. Der andere verdient nicht so viel. Ja, das ist sowieso ein. Was macht er? Er verdient recht viel weniger. Ah, nur 4? Wieso? Sie wollen hier nicht mehr. Ist es nicht angebunden? Wei! Wieso hat hier. Okay, das wurde auch wieder. Fertig. Ich muss hier ein anderes Haus. Okay, es ist wieder angebunden. Wunderbar. Oh, hey, das Spiel nervt so. Mit diesem Zeugs. Ja. Oh, alles ist so breit. Ich tue jetzt einfach nicht so ein schönes hier hin. Hauptsache es funktioniert. Hier müssen wir also schauen. Hier macht das Spiel wirklich wieder Probleme. Aber gut. Es geht doch nicht! Ich mache hier eine Felswand hin. Wieso ist das Spiel so böse? Wieso funktioniert das nicht? Asset sollten eigentlich. Ja, genau. Industrie wollte ich nicht. Also diese Sperrungen, hä? Das heißt wahrscheinlich, man kann nicht durchbauen, also die Dinge kann nicht durchbauen, die KI. Wir müssen das ein bisschen im Auge behalten. Das Spiel macht einfach nur die. Mit den Straßen machen sie einfach die Verbindungen zum Bahnhof kaputt. Ja, jetzt kommen die Leute auch wieder. Meine Güte, hey. Also wir müssen schauen, dass wir die nehmen mit diesem Speersymbol. Okay. Keine Durchfahrt. Gut. Da können wir wahrscheinlich bald wieder upgraden. Das ist ein bisschen viel. So, ich glaube, ich mache die Zeit doch wieder ein bisschen vorwärts. Ja, die sind einfach langsam. Ja, bringt nichts. Okay. Ja, es bringt nichts, wirklich aufzuhalten, das Spiel. Immer noch einmal, das ist genug schnell, aber
Ja, wir müssen einfach in die Zukunft. Wir können die alten Sachen ja schon verwenden, aber die Menschen leben dann einfach in größeren Häusern und so. Ist besser. Jo. Also wünscht euch gerne ein bisschen, was ich verwenden soll, welches Fahrzeug und so. Ich werde es mir notieren und dann einfach auch kaufen. Genau. Gehen wir doch hier runter mit dem Bus. Hä? Das ist doch eine schöne Strecke auch. Sehr gut. Also jetzt müssen wir nicht mehr so aufs Geld schauen, gell? Wir machen auch Strecken, die wirklich toll sind. Also tun wir doch mal. Ich weiß gar nicht, ich habe doch einen Mod gemacht, dass man hier auch Leute braucht. Also ja, dass auch Leute gebraucht werden. Der gar nicht funktioniert aus irgendwelchen Gründen. Ist hier eine Stadt? Bodenmeile, Eisenwerk. Ist Bodenmeile? Ist das das? Ja, da ist eine. Okay, die. Gut, ich habe es nämlich verpasst. So. Also wieder rechts. Immer schön rechts. Im Uhrzeigersinn. Ja. Dann haben wir hier Pös. Pös. Bus. Yeah. Jetzt müssen wir aber auch schauen, ob irgendwo Leute warten. Da oben. Weiter. Aber egal. Dafür machen wir auch ein paar mehr wieder. Pös-Busse. Der Pös-Busse, die beste Linie. Die schönste Linie vor allem. Für die Leute. Machen wir doch von unten zumindest. Industrieschließung, dann drüben. Okay. Jetzt das ist aber eine andere Farbe, eine grünere Farbe. Genau. Also Pöss. Dann haben wir hier Rüde. Kennt ihr den Rüden? Das ist auch ein Bus. Der Rüde. Der Vollrüde. Genau, das ist dieser Bus hier. Der heißt nicht Daimler Decksitzwagen, das ist sowieso kein Name. Nee, das ist der Daimler Rüde. Das ist unser flotter Rüde. Derjenige, der immer alle Hunde anlockt. Die Hunde wollen mit dem Rüde fahren. Bis Rüde. So. Auf Rüde! Mit Karacho. Bis Rüde. Oh, 412-2, Klasse 9000. Ei! Oh, diese kleine Weg hier ist so süß. Den müssen wir aber mal upgraden, sonst ja, gibt es immer Stau. Es ist irgendwie gerade ein bisschen laggy, das Spiel. Keine Ahnung wieso. Ich hab's halt schon lange nicht mehr an. Oh. Ja, Marburg ist auch eine Stadt, die wir eigentlich. Es gibt kein Material da. Ja, gut. So. Diese Kameras natürlich. Also ich finde das so cool, auch mit der Werbung. Hotel Renaissance. Renaissance. Das war französisch, weiß ich. Wendy's Kitchen. Ja, die Wendy, die kann gut kochen. Das ist wahrscheinlich ja ein Restaurant auch. Ein Hotel und ein Restaurant. Ja. Und da steht sogar Pössrüde Ehre, die Linie. Jo, bald fährt jemand mit, denke ich mal. Hey, ich habe so viel Spaß. Ich denke gar nicht mehr an Arbeit in diesem Spiel, sondern einfach, ich bin einfach besser fit wieder. Mein Gehirn dreht nicht durch. Mein Gehirn ist immer so mit Multitasking so beschäftigt, dass es raucht. Wie ein Backofen, wie so ein alter Ofen mit Holz. Wie ein Holzofen, ja. Oder Steinofen, Pizzaofen, ja. Ganz viel Rauch. Die Berge sehen hier so cool aus. Wow. Ach, ich trinke übrigens alte Milch, schon eine Woche alt. Aber sie war im Kühlschrank, das ist nicht so schön. Die schmeckt einfach übertrieben, so nach Fett oder so. Aber Milch geht nicht so schnell kaputt, wie alle denken. Man kann Milch echt lange noch trinken, auch wenn sie schlecht schmeckt. Es gibt keine Bauchschmerzen, es gibt keine Vergiftung oder so. Ich frage mich immer, wieso ist die Schweiz überhaupt Weltmeister im Wegwerfen? Wir tun so viel Recycling machen, wieso kümmern wir uns nicht um Essen, das nicht mehr so gut ist?
verschenkt es doch den armen Leuten. Es gibt genug arme Leute in der Schweiz. Wie auch in Deutschland natürlich. Also in Deutschland gibt es vielleicht noch mehr Ärmere, aber in der Schweiz gibt es halt mehr Reiche. Und darum leiden die Armen auch so wie ich, oder? Also es ist, ich kann mir nicht so viel gönnen, nicht so viel Spiele, kann mir zum Beispiel die RAM auch nicht so gut leisten. Irgendwie mag das Spiel gerade nicht so laden, keine Ahnung. Aber machen sie hoffentlich noch eine Performance-Update, bitte, bitte. Also wie viel haben wir? 10 von 11, okay, sehr gut. Jetzt müssen wir hier wieder ein bisschen zurück, da kommt noch die Verstärkung, dann rechts, nein, nicht rechts, gut. Es ist so cool, jetzt sind auch die Leute hier drin und die machen auch irgendwelche Animationen. Wie die Arena so ein bisschen das Gleiche. Mit wem redet der jetzt hier? Ist ja aber süß gemacht. Es ist einfach so ein bisschen sparsam. Die sitzt doch nicht richtig. Jetzt sitzt sie. Okay, jetzt wieder nicht. Also nicht die Füße übereinander, gell? Ist nicht so gut. Sonst fliegt man nämlich. Sonst, nein, man fliegt ja nicht. Man ist ja auf den Stöckelschuhen da. Die Frau, ja. Und der da unten pennt. So geil. Ich möchte gerne ein Foto machen, wenn ich eine gute Gegend habe. Ja, ist ein bisschen langweilig. Ist doch nicht so. Später kommen wir zum Gebirge. Oder hier auf die andere Seite? Wendy's Kitchen. So, schönes Foto. Dankeschön. Transport TF 7. In den 7. Part erst. Und ich habe ein paar einfach gelöscht wieder. Also ich tue immer die Thumbnails natürlich nicht löschen, sondern verschieben. Was ich mache, sind die ganz großen Videos. Also je mehr als 30 Minuten gehen, immer so ein bisschen groß. Jetzt weiß ich gar nicht, wo wir sind. Wo sind wir überhaupt jetzt? Ah, wir gehen jetzt noch. Nein, wir gehen nach Süden. Ja, es ist einfach dieser Berg, der mich ein bisschen verwirrt hat. Okay. Auch Stahl, aber hier. Hier fehlt Kohle da oben. Geil, Russian Class SU. Aber der hat nur 115. Der tönt aber so gut. Und ein Volt. Nochmals ein Volt hier. Dann noch ein Eisen. Die sind nie angeschlossen. Wo haben wir Kohle da? Müssten wir durch den Berg eine Eisenbahn? Also ich möchte gerne nochmals eine Eisenbahnstrecke machen. Aber ich muss ja noch hier den Zug machen, stimmt. Den haben wir gar noch nicht gemacht. Vor lauter Ablenkung von der schönen Bahn. Also der ist 115. Der ist 120. Der lohnt sich mehr. Ich mach mal 5. So, jetzt können wir noch ein bisschen Zug fahren. Bitte nicht immer laden, liebes Spiel. Ich sehe es aber bei anderen größeren Let's Playern, die im Kreativmodus, also im Sandbox-Modus spielen. Es ist wirklich laggy, das Game. Es ist nicht immer laggy, aber manchmal einfach diese kurzen Laderuckler. Ja, sind ein bisschen schade. Ich möchte gerne mal, wenn ich wirklich mehr Erfolg habe mit Transport Fever 2, den ersten Teil noch spielen, vielleicht sogar Train Fever. Aber ich weiß nicht, ich bin ein bisschen skeptisch, ob es auch nicht leckt oder so. Also ob es überhaupt nicht leckt. Der wird abgerissen, der kommt dazu. Hä, könnt ihr nicht reisen? Der geht weg und der kommt hinzu. Oh geil, so eine gelbe Straßenbahn. Das ist ja das so Tolles für mich. Okay, es wartet leider noch niemand. Ist wieder nicht angeschlossen. Und? Er ist angeschlossen. Aber er bekommt noch nicht. Also wenn hier jemand wartet, dann ist er angeschlossen, oder? Ja, der ist gut. Das ist zu nah an deiner Stadt. Okay. Schauen wir mal kurz, ob der jetzt eingeladen hat. 7. Sehr gut, der macht etwas. Also, wir müssen einfach immer wieder kontrollieren, ob die Bahnhöfe angeschlossen sind. Das ist leider einfach ein Problem vom Spiel. Also wir schauen nochmal so oben, ob hier eine Straße gebaut wurde. Ja, aber es ist wieder nicht...
Was ist das für ein Bug? Hey, das ist die blödste Frechheit. Wer hat das so gebaut? Wer hat das so entwickelt? Ja, dann haben wir ein Problem. Ne? Windpower gegen Straßen, die gebaut werden. Hä, der Weg ist schon hier. Die Stadt will einfach diesen Weg. Jetzt reiße ich alles ab und mache hier ganz fette Steine oder so. Die Stadt ist böse zu uns. Die Stadt will es einfach. Die Stadt will diesen Weg. Ich glaube, ich mache den Bahnhof anders. Definitiv. Scheiße mir jetzt den Bahnhof. Kaputt. Ja, ja, nicht meckern. Ich weiß, aber der Bahnhof ist die falsche Nummer. Ist ein Endbahnhof, brauche ich denn? Hier keine Stadt. Doch. Also ich mache jetzt mal einen Durchgangsbahnhof, aber ist hier. Einfach ein bisschen weiter weg von der Straße. Und, ja, nein, länger. Genau hier. So. Und zwar zuerst mal die Gleise machen und die hat auch schnell. So. Und jetzt muss ich einfach hier einen Weg machen und der Weg darf nicht wieder ab. Wenn das Spiel mich erzwingt, ey, ich krieg die Krise. Einen schönen Weg an. Hä, das? Ich hab die falsche Seite genommen. Mist. Ich hab da gar nicht nachgeschaut. Muss noch kehren. Das ist ein bisschen blöd. Spiel! Lass es! Aber so geht's ja. Lass mich in Ruhe. Spiel, nerv nicht mit deinem Automatismus. Also Spiele, die wirklich alles so machen. Man kann, glaube ich, Stück drücken oder so, es geht schon. Ich hab's einfach nicht mehr so im Kopf. Oder so automatisch immer andockt, mag ich einfach nicht. Es ist immer falsch, das Andocken. So, und wenn jetzt die Straße nicht geht, irgendwie. So. Und ich möchte gerne das verschieben, wenn es geht. Okay. Ja gut, ich möchte einfach noch mal irgendwas hinstellen, falls das mal... Was ist das? Eine Hotel... Veranda. Ich möchte gerne... Ja, Autos oder so. Ich möchte gerne... Also dürfte gerne mal nachforschen. Ein Anker. Ein Baukran, genau. Geil. Der passt hier. Ja, es ist einfach ein bisschen Bock. Das ist eher so ein Kran für diese großen Tonnen. Also Hecke würde ich gerne machen. So eine Hecke. Ich will die nicht auf dem Gehsteig. Ich möchte ein schönes Haus. Boah. Boah. Aber das ist noch verbunden, oder? Wenn der Bahn... Der Bahnhof ist noch verbunden. Aber geht das jetzt? Nein, ich habe ja noch die Bahnlinie nicht gemacht. Also das Spiel überfordert mich manchmal echt. Ich weiß nicht wieso, aber ich bin nicht so einer, der die ganze Zeit irgendwas justieren möchte. Ja, wow. Was? Spiel, nerv nicht herum. Also. Das erste ist, was steht? Dinkel. Dann Sanger. Dann diese Bahnhof und dann wieder Dinkel.
So, wow. Gefixt, okay. Aber meine Güte, wenn man immer irgendwas wieder richtig justieren muss. Kein Weg, ja, dann kehr doch um. Das automatisch. Hast du das auch noch nicht drauf, Spiel? Musst du so negativ machen zu mir? Ich bin doch nicht negativ. Ich bin kein Mensch, der negative Sachen machen muss. Das Spiel muss entwickelt sein. Muss fertig sein für den Drago. Ja, Drago ist sonst böse. Mhm. Also wir haben so viele tolle Sachen. Ich tue mal diese Buslinie schauen. Das ist nicht die Buslinie. Das ist die Buslinie. Hä? Da ist die Buslinie. Das ist aber auch keine Buslinie. Das ist kein Bus. Ja, da. Das ist die Buslinie. Dankeschön. Also Fahrzeuge ersetzen. Die sind auch ziemlich alt. Hä? Ich habe keine neuen Bus. Ich dachte, das wäre ein Bus gewesen, aber es ist ein Tram. Ein Tram, das aussieht wie ein Bus. Schauen wir doch mal. Wir haben hier ja die Zürcher Trams, die alten. Ja, hier ist eine Linie. Dann haben wir hier Tram, genau. 23 Jahre. Es ist wirklich ein Tram, sieht aus wie ein Bus. Und das ist das Tram, das wir haben. Ist langsamer, hat aber mehr Kopf. Nein, hat weniger. Ja, das bringt ja nicht so viel. Wir machen nur ein Downgrade. Also ich finde, hier sind genug gut die Bewohner, also Fahrende. Passagiere, genau. Oh, kein Brot mehr. So doof. Da unten brauchen wir Brot. Ist zu weit weg. Ich habe nicht so. Nein. Ich habe nicht so das Gebiet, das machen wir jetzt. So, schauen wir doch mal, ob wir hier mehr haben. Ja, einen mehr. Einen Punkt mehr für den Drago. Sehr schön. Jo, also, dann sind wir fertig mit diesem Part. Das war ein toller Part. Endlich mal ein paar Sachen auch gefixt und neue Sachen. Wie der Stromzug. Nein, nicht der Stromzug, der Flying Scotland, das ist ein Dampfzug, ne? Also, ja. Genau. Mit, sag schon, Lokomotive halt mit Dampf. Genau, und jo, hoffen, dass es auch ziemlich gut hier geht. Ja. Jetzt noch ein paar wenige. Wir sind noch im Minus mit diesem Zug. Wird schon besser werden. Gut, dann. Jo, dankeschön fürs Zusehen. Tschüss. Und viel Spaß. Tschüss.